wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Bodywell Kochvideo. Heute haben wir etwas ganz Spezielles für euch vorbereitet, nämlich ein Ofengemüse mit Feta. Einen guten. Zu unserem heutigen Ofengemüse mit Feta haben wir wieder frisches Gemüse aus dem Bioladen oder Hofladen. Brokkoli, frische Basilikum, Peperoni, ein Süsskartoffel haben wir. Feta-Käse aus dem Migros oder Coop, je nachdem, wo ihr ihn kaufen wollt. Mehr Salz, Pfeffer und Olivenöl. Zu unserem Ofengemüse wir haben wir Süsskartoffel in Würfel geschnitten. Das könnt ihr schön schon auf das Blech tun. Schön verteilen. Wir haben unsere Peperoni, zweifarbige, schöne Streifen geschnitten. Alles schön auf das Blech verteilen. Unsere Aubergine. Da lenkt eine halbe, wenn sie gross ist, und sonst könnt ihr eine ganze nehmen. Schön verteilen. Unsere Brokkoli-Röseli haben wir auch wieder schön gezupft. So, richtig schön verteilen. Hier haben wir noch den Stiel. Den habe ich ganz leicht gerüstet, nicht wegschiessen. Den kann man nämlich noch schneiden und auch gerade mit drauf tun. Den kann man wunderbar essen. Am Schluss schneiden wir noch den Feta. Schöne Würfel. Schön drauf verteilen, dass überall etwas ist. Und uns dann schön würzen mit Olivenöl, Pfeffer und Meersalz. Unser wunderschönes Ofengemüse, schön farbig, wichtig, hat gut sauber arbeiten, alles wieder sauber ist. Jetzt tun wir nämlich schön mit Olivenöl. Richtig schön das Gemüse ein bisschen ein. Saften. Schön mit Meersalz würzen. Aufpassen, der Feta ist schon recht würzig. Nach dem Salzen kann man immer Pfeffer. Das Gemüse kann man auch wieder variieren, je nachdem, was ihr gerne habt. Dann seid ihr frei. Und es geht jetzt für 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Wunderbar, das Ofengemüse. Wir schauen schnell rein. Es sieht super aus. Wir sind jetzt in der Hälfte der Zeit. Geben noch mal 10 Minuten. Es hat schon leicht Farbe angenommen. Lassen wir noch mal ein bisschen sein und dann tun wir den anrichten. So, nach 20 Minuten ist das Ofengemüse. Gut, ich schnell mal räucheln. Sieht das so aus. Am Schluss schön mit dem frischen Basilikum. Dann kann man das schön anrichten.